Ich denke, das Bild behalten wir. Wir gehen aber mal so. Schukow. Schon direkt da Roam von der Mitte. Creep, da hole ich mir noch. Jo. Jetzt habe ich auch Level 2. Oh, das war nice. Ja, ich habe ihn noch bekommen. ich finde, Hayate ist von den AD-Carries her genau das, was Runner meint, eben nicht. Ich finde, Hayate ist nicht so sehr auf seinen Supporter angewiesen. Du hast extrem viel Movement halt mit Hayate. Du hast halt die Ultimate, die in Dash ist. Du hast deine S2, die in Dash ist. Du kannst auf Range poken und die Wave clearen. Und du baust auch noch ein bisschen tanky, wenn du einen Frostcape mitnimmst. Das heißt, du bist eher weniger angewiesen auf dein Team. Und das mag ich ganz gerne bei dem Helden. Wenn du so stationäre AD-Carries spielst, wie zum Beispiel, Moment, boah, den Poke hasse ich, wie zum Beispiel Brunhilda gerade eben, dann brauchst du halt jemanden, der dich beschützt, ne? Aber bei Hayate kannst du halt wegspringen und machst du dein eigenes Ding. Und das ist immer ganz schön. Genau, Tel'Anas zum Beispiel oder Yoren oder so, so die Oldschool-ADCs. Genau, der Schaden ist halt immer noch krass, weil du True Damage machst, ne? Da hast du recht. Genau, und die Ultimate brutale AOE-Schaden. Also ich finde, für Solo-Queue, wenn du alleine spielst, ohne irgendwelche Member, ist Hayate mit der beste AD-Carry, den du picken kannst. Der hat keinen Dash mehr und keinen Mana. Den müssen wir haben. Nevermind, von hinten kommen die anderen Mates an. Wir haben ihn nicht mehr gehabt. Boah, der Zucker. Oh, die Zucker-Ultimate hat mich so gerettet. Holy moly. Ich wäre gestorben, aber die Zucker-Ultimate hat einfach die S1 von der Wonder Woman gecancelt. Junge. Das war absolut krass von dem Zucker, ey. Junge, holy moly. Das war richtig gut gespielt von Zucker. Da hat er die Wonder Woman sowas von outplayed. Das war krass. Hallo R2C. Hallo Lu. Du bist der Zucker Moonlight, Kappa. Nice, den haben wir auch noch geklaut. Vielen Dank für den Follow. Danke, danke. Seit wann spielst du wieder AOV? Seit ein paar Tagen. Ist jetzt mein dritter Stream. Ich will ungern die satte Ultimate abbekommen. Ich habe keinen getroffen, oder? Ja, können wir machen.
Brown ist ja ganz gut hoch. Der Laville ist irgendwie auf die Top-Lane gegangen. Ist ganz gut für uns. Ich meine, schaut mal, was der hier, was der für einen Schaden kriegt an True Damage, ne? Und der ist halt ein Tank. Sieht noch genauso aus wie vor 2 Jahren. Ne, da hat sich einiges getan. Also, gameplay-technisch, klar ist es dasselbe, aber die Map hat sich stark verändert. Die die Helden haben sich verändert und so weiter. Da muss man raus. Nee, ich bin immer noch extrem eingerostet. Im Vergleich zu damals. Oh, nice. Ich darf den sogar haben. Das finde ich cool. Ach, ich sehe gleich aus. Ach so. Ich dachte, das Game. Vielen Dank. Ich sehe gleich aus. Das meinst du. Wonder Woman. Boah, das tut weh, wenn die Ultimate komplett durchgecastet wird. Das tut natürlich richtig weh. Die ist, glaube ich, bis zum Schluss durchgecastet worden gerade. Das ist weg. Gleich mal auf der Botlane schauen, aber ich glaube, wir haben einen Push. Ja, müssten wir haben. Ich weiß es aber nicht. Ich will aber auch nicht darunter jetzt laufen, wenn wir hier oben den Tower siegen. Den nehmen wir uns. Ich denke, wir müssen da weg. Ich spam mal ein bisschen Retreat. Ich hoffe, die hauen noch ab dann. Weil zwischen den zwei Towern da irgendwie rumzufighten, das ist schon eine Nummer riskant. Okay, nice. Wir haben hier den perfekten Stack. Schaut euch das an, ey. 3 Cannon-Minions. Es gibt jetzt so viel Gold wie ein Kill hier unten. Juicy. Es waren 400 oder 500 Gold gerade in der Wave drin. Richtig lecker. Ups. Ich habe meinen Dash leider gerade gegen die Wonder Woman nicht gut benutzt. Ich bin aus Versehen in sie reingedasht. Und ich habe den nicht gedragt. Das war nicht so gut. Ich geh mal in die Base gleich. Wasser ist schon nice. Mm-hmm.
Oh, Middlewave. Können wir einen Tower holen. Den nehmen wir mit. Das war der. Das Frostcape hat gerade Tower Crow geholt durch den AOE Damage. Ich verstehe Leute nicht, die Sprudel trinken. Trinke ich auch nicht. Also ich trinke lieber Leitungswasser. Oder halt stilles Wasser, ne? Aber ich bin auch nicht so der Sprudelfan. Ich trinke gerne mal eine Schorle oder so. Also dann eine Apfelschorle oder Rhabarbersaftschorle oder sowas. Aber Wasser trinke ich lieber still. Ohne Gas. Theoretisch können wir locker den Slayer machen. Okay, fangen sie auch an. Perfekt. Ich lasse den Creep da mal durchlaufen, weil wir dann diese Wave haben, um den Tower da zu pushen. Ja. Der eine Creep da hält jetzt kurz die Wave auf. In der Zeit holen wir uns den Slayer. Nevermind, wir haben die Wave doch nicht. Wegen der Dings. Jena. Aber das war die Theorie dahinter. Ich werde einfach so gefeedet, Leute. Unglaublich. Ich hol die Wave ran. Ich hoffe, mein Team engage nicht. Okay, die Wave kommt schon. Ich würde halt gerne safe spielen, den Tower hier erstmal holen. Okay, ich lass sie mal machen. Upsi. Die machen das schon. Jetzt haben wir zumindest zwei Tower mit dem Slayer bekommen. Ah, das ist aber auch Gang jetzt, ne? Nevermind, hätte ich gar nicht holen müssen. GG. Ja, die True Damage Crits sind einfach nicht von dieser Welt, ey. Nur ein bisschen Feed hast auf dem Helden, ist vorbei. Es drückt richtig, richtig gut. Moin Swift, welcome back.